Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video für den Monat Juli. Ich denke, es wird ein längeres Video, deswegen schnappt euch was zu essen, schnappt euch was zu trinken, drückt vielleicht auch nochmal auf Pause und dann lasst uns anfangen. Ich bin komplett ungeschminkt, weil wir haben heute den 1. August und ich bin vor ungefähr 3,5 Stunden aus dem Urlaub zurückgekommen. Und als ich den Koffer in die Wohnung getragen habe, Jens hatte, also mein Mann hatte die ganzen anderen Sachen, habe ich mir einfach nur gedacht, oh, was steht denn da noch? Ach, dann aufgebraucht. Weil eigentlich wollte ich das noch drehen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe es dann aber nicht mehr geschafft. Und deshalb sitzen wir heute hier und ich zeige euch, was da gegangen ist. Also die Tüte ist nicht allzu groß. So. Und da ist halt Zeugs drin. Wir machen ganz schnell Haushalt. Ich habe von Spee das Aktivgel Multiaktiv Frische Kick. Irgendwas, so ein hellblau ist das noch sogar was drin. Okay, gut. Werde ich das bisschen noch nehmen für die Hundesachen nachher, weil ich die auch noch durchwaschen will. Also im Hintergrund rennt auch die Waschmaschine. Ja, finde ich ganz okay. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Aktuell habe ich ein großes von Dash stehen, weil ich das für 6,99 bei Lidl oder so gekriegt habe für 100 Waschungen. Was echt günstig war. Ja, Spee. Große Liebe, ihr wisst. Würde ich mir nachkaufen. Den würde ich mir allerdings nicht mehr nachkaufen. Lenore Weichspüler April Frisch, neue Größe 31 Wäschen. Irgendwas haben sie verändert. Am Anfang riecht er echt so wie der normale April Frisch, wie aus der Kindheit. Und dann kommt irgendwas, was da nicht mehr hingehört. Und ja, mein Mann hatte den mitgebracht, weil er halt nur eine Nase voll genommen hat. Er fand ihn gut, ich finde ihn nicht mehr gut, deswegen kein Nachkaufprodukt. Also nicht die Sorte, einen anderen von Lenore immer. Dann haben wir zum Ausprobieren gehabt von Lenore Wäscheparfüm. Oh, das habe ich mit auf die... Wir haben hier so im Schlafzimmer... Na, Wolldecken sind das nicht. Das sind einfach so dünne Fließdecken quasi. Und als ich die gewaschen habe, habe ich da immer so ein paar mit reingegeben. Und ja, rockt ganz gut, aber... Ist jetzt nichts, was ich für dauerhaft nehmen wollen würde. Und die sollen auch, glaube ich, gar nicht so gut für die Umwelt sein. Ne? Irgendwas habe ich da gehört. So, dann hergegangen, zartfliegend, Feuchttücher von Hip. Ja, habe ich in der Hundetasche. Habe ich aktuell keine mehr. Ich habe jetzt eine Packung irgendwie noch von Pampers und eine von irgendeiner Billigmarke aus dem Netto mit dem schwarzen Hund. Die steht aber beim Wochenendhaus, weil ich... die da habe und die Pampers, die hatte ich jetzt mit im Urlaub. Hunde, gatschiger Ball, gatschiger Frisbee, ihr versteht. Und ja, ich liebe die von Hip, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Die von Pampers sind okay. So. Und dann haben wir noch gemeinsam leer gemacht von Isana, die Maxi-Wattepads, 40 Stück, finden wir gut. Je nachdem, wo wir sind, da kaufen wir die nach und fertig ist der Lack quasi. So, und dann kommen wir zu zwei aussortierten Dingen. Und zwar schmeiß ich die jetzt weg. Das sind zwei Make-up-Schwämme, Eier, wie auch immer. Der ist von Action. Den habe ich von Uli, fand den sehr gut. Hat genauso gut funktioniert wie der. Der ist von Real Techniques. Ich habe hier aktuell noch einen und jetzt hatte Cindy mir einen, weil ich den vergessen hatte, einen von DM mitgebracht, von Evelyn. Fand ich genauso gut. Ich liebe diese Make-up-Eier und egal. Also Real Techniques hatte ich ausprobiert, weil die mal bei Rossmann irgendwann im Angebot waren. Und da habe ich für zwei Stücke, ich glaube, noch nicht mal 7 Euro oder so bezahlt oder weniger als 7. Ich weiß es nicht. Ich glaube, normal kosten zwei Stück irgendwie 10, kann das sein. Und ich habe irgendwie knapp 7 Euro bezahlt. Und da habe ich gedacht, komm, für zwei Stück 3,50 pro Schwamm. Kannst du ausprobieren. Ja, der ist schön weich. Ich mag ihn, aber ich mag auch die von Evelyn oder der von Action, der tut es auch. Also funktioniert. Dann habe ich eine Spülung leer gemacht von Garnier, wahre Schätze. Vitalisierende Spülung mit grünem Tee, 5 Pflanzen, Eukalyptus, Eisen, Kraut, Brennnessel, Zitrone, Aloe Vera. Normales Haar. Hat gut gerochen, fand ich sehr lecker. Hat jetzt aber nichts Besonderes für meine Haare gemacht und Spülung, ich benutze lieber eine Haarkur als eine Spülung, aber ja, habe ich mal geschenkt bekommen, deswegen aufgebraucht.
So, ebenfalls leer gegangen ist ein Nagellack aus der Essence High ist auch gut, ne? Essence Rayo Holo Rainbow. Dieser hier. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, da so ist er halt leer. Da geht nichts mehr raus, da passiert nichts mehr. Die Farbe war die 05 Holo Fever. Ja. Genau, der kommt jetzt weg. Ich finde es schade, dass sie die aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe die sehr, sehr geliebt. Sehr, sehr geliebt. Ja. So, dann kommen wir mal zu meinem Göttergatten. Der hat von Salt House Totes Meer Therapie sein Anti-Schuppen-Shampoo leer gemacht. Ja, das liebt er. Das ist auch schon wieder nachgekauft. 250 Milliliter. Ja, für trockene und problematische Kopfhaut. pH-neutral. Er liebt das. Ist, wie gesagt, wieder nachgekauft. Er benutzt auch nichts mehr anderes. Ich lege das mal hier oben auf den Nachtschrank. Dann hat der junge Mann von Avio Man Carbon Power 5&1 Pflegetusche mit Aktivkohle. Das hatte er sich letztes Jahr im Oktober bei Müller ausgesucht. Ich habe das dieses Jahr gar nicht gesehen. Und ja, sonst hätte ich es ihm gekauft. Auch sehr männlich. So ein bisschen die Aktivkohle riecht man, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Und ja, ich mochte es, wenn er damit geduscht hat. So, dann hat er im Urlaub noch ein Duschgel geköpft und zwar von Baldessarini Cool Force. Das haben wir von der lieben Abonnentin bekommen. Ich glaube, eins davon hat er noch. Da steht aber beim Wochenendhaus. Das war ein sehr frischer männlicher Duft. Und ja, er mochte das auch sehr. Nano kommt. Moment, das sollte nicht so. Also er mochte das sehr. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie, ich glaube, kommt man bestimmt bei Douglas oder so, ne? Da wird es auch bestimmt ein Parfüm oder so geben, denke ich mal. Aber ihm hat es gefallen. Ja. So. Ich habe leer bekommen mein Balea Gesichtswasser. Also, mein Balea Gesichtswasser-Feuchtigkeitsspenden ist das. Ich liebe das. Ich habe das auch mit in den Urlaub geschleppt. Das hat zwar Alkohol, aber ich finde das wirklich großartig. Hier sind 200 Milliliter drin und das Ganze kostet so um die 75 Cent, aber es ist großartig. Und ein Oldtimer. So. Ich nehme mal das hier kurz raus. Ja, Masken habe ich geleert. Und zwar von Balea, die Melone Cremegel Maske. Erfrischt die Haut mit sommerlich fruchtigem Duft, riecht tatsächlich wie so eine richtige Melone. Gibt es nicht mehr, ist ein altes Backup von mir und deshalb, ja, es musste jetzt leer werden. Finde ich großartig, würde es die noch so geben, würde ich sie mir nachkaufen. Genau. Dann habe ich zweimal diese Strips geleert für Kinn bzw. für die Stirn. Ich habe einmal Kinn, einmal Stirn halt benutzt und einmal für die Nase. Die sind von Action. Ich finde sie sehr, sehr gut. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Wenn ich Ende nächster Woche Richtung Action komme, werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein Packen nachholen, weil ich kaum noch welche habe, da mein Mann die auch mit benutzt. Dann habe ich von Balea die Q10 Anti-Falten-Augenpads leer gemacht. Sehr, sehr gut. Gerade so morgens, wenn man halt doch ein bisschen müder so ausschaut, wenn ich meinen Kaffee aufsetze, dass ich die dann drunter mache, dann halt meinen Kaffee trinke und Ruhe, mein Frühstück esse und mich dann so langsam fertig mache. Und ja, ich finde sie großartig, ich finde irgendwie alles großartig, was ich mag. Deswegen sage ich dieses Wort wahrscheinlich auch sehr, sehr oft. Hier steht 20 Minuten einwirken, da ist mit mir manchmal so, dass ich sie nur 15 Minuten drauf lasse, manchmal aber auch 25, 30 Minuten. Kommt halt immer drauf an, wie viel Zeit ich morgens habe, aber ich finde die wirklich gut. Ja. Welche ich auch sehr gut fand, wo mir aber zu viel Verpackungsmaterial bei war, sind die hier von Action. Das ist die Hydrogel Under Eye Mask. Da hat man dann halt solche, die sind ziemlich groß. Und die haben halt so schwarze Spitze. Die kosten 59 Cent für ein Packen. Bei denen von Balea sind 6 Stück drin und die kosten 3,59, glaube ich.
Ja, wenn ich mal wieder welche brauche, ich bin gerade zufällig bei Action, würde ich mir die auf jeden Fall wieder kaufen, weil ich fand sie gut und ich fand sie sahen, sie sind halt so ein kleiner Hingucker und sie sind halt so gelig und die haben ja noch so eine Stoffschicht irgendwie drauf. Ja. So, Maske. Ich habe eine Cucumber Peel-Off-Maske leer gemacht von Montagne Jeunesse. Ich habe mir zwei wieder bei Müller nachgekauft, aber nur zwei. Ist für mich eine der besten Peel-Off-Masken, die es gibt und würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich die Soft-Peeling-Maske von Cadavera leer gemacht. Die gibt es nicht mehr. Ich mag den Peeling-Effekt. Der ist nicht so doll und nicht zu fein. Das ist so ein Mittelmaß. Ich mag den Duft und würde es die noch geben, hätte ich sie mir nachgekauft, aber es gab sie nicht mehr. Deswegen konnte ich sie mir nicht nachkaufen. So, dann habe ich nochmal diese Balea Q10 Pads leer gemacht. Also. Dann nochmal eine Montagne Jeunesse Maske und zwar die aus der 7-7-Reihe, die Fruit Smoothie Mask. Ja, die roch mega fruchtig, so perfekt für den Sommer. Dass sie jetzt großartig irgendwas für mein Hautbild getan hat, nein, aber. Sie ist, ja, ich mag sie, also sie riecht sehr, sehr gut und gibt es aber irgendwie auch nicht mehr. Auch eine Maske, die es nicht mehr gibt, die Afrika-Maske von Shavens, war meine letzte Hälfte leer gemacht. Großartig. Dann aus der Marie Colette-Reihe die Unicorn Magic Maske. Die sah niedlich aus von der Aufmachung her. Ich halte die ein bisschen weiter weg, weil das ist halt schon ein bisschen länger her. Aber sie hat halt nichts für mein Gesicht getan, deshalb kein Nachkaufprodukt. So. Dann habe ich. Moment, muss ich mal gucken. Ja, ich habe nochmal welche für Kinn und Stirn leer gemacht. Ja, mein Mann hat einmal für die Nase und einmal für die Stirn welche leer gemacht. Er benutzt die ja auch, wenn ich ihm das auflege quasi. So, dann noch eine Saunamaske von Montagne Jeunesse. Auch die gab es leider nicht mehr zum Nachkaufen. Hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich hatte Anfang Juli ganz schlimme Pickel im Gesicht. Also wirklich hier unten alles voll. Keine Ahnung, wo das herkam. Und dann habe ich die benutzt und die haben das irgendwie alles so rausgeholt. Sah dann zwar aus wie so ein kleiner Streuselkuchen. Ein bisschen Make-up drüber, ein bisschen Abdeckstift, dann ging das. Aber die bringt alles zum Vorschein und sorgt auch dafür, dass es ziemlich schnell dann vorbei ist mit den ganzen. Ich mag das, dass die wirklich warm wird und ja, man sah so ein bisschen rötlich aus. Aber toll, tolle Maske. Aber sie laufen halt aus, auch wenn du sie auswäschst, ne? Also sie laufen irgendwie immer aus. So, dann habe ich noch viermal gebadet. Einmal mit Isana Mandarine Buttermilch. Ihr kennt es, ich muss euch dazu nichts mehr sagen. Ein paar Backups habe ich noch. Dann mit Dresdner Essenz. Ich rieche das Abenteuer. Das roch auch nach Mandarine. Das ist eine Limited Edition gewesen, mal vor, glaube ich, 2 Jahren. War mein letztes. Schade, schade, schade. War aber toll. Dann auch mein letztes von Tea by Titi Sept, eine Portion Liebe. Einmal habe ich es von Uli bekommen, einmal von der lieben Abonnentin. Das ist mit Champagnerbeere und Creme de Cassis. Finde ich gut. Fruchtig, pudrig, lecker. Hat ganz wenig geschäumt, aber es war trotzdem toll. Und dann habe ich noch mal mit Dragon Moon The Secret Mountain über den Wolkenbadeschaum mit Himalayan Honeysuckle gebadet. Das habe ich mir auch wieder nachgekauft. Traumhafter Schaum, Badesalz ist lila und es ist mega, mega viel Schaum und riecht mega toll. Ja. Kosten 1,25. Kaufe sie meistens, wenn sie aus dem Sortiment gehen. Jetzt waren wir halt im Urlaub und da habe ich bei Müller die halt zum vollen Preis mitgenommen. Aber ich mag die Sorte sehr. Und mein Mann hat mal wieder mit Männersache 2.0 gebadet. Ja, das ist noch ein Tütchen. Ich glaube, ein Tütchen hat er noch und dann hat er noch das große Männersache 1.0. Und dann müssen wir mal schauen, was wir dann kaufen.
ob ich dann mal zum E-Center darüber flitze und eben dann eine große Packung davon kaufe. So, geht weiter. Dann habe ich ein Trockenshampoo leer gemacht von Batiste. Pretty and Opulent Oriental. Habe ich von meiner lieben Sarah bekommen. Liebe Grüße an Batiste macht tolle Trockenshampoos. Hier war es einfach so, dass mir einfach nur der Duft nicht ganz gefallen hat. Ja, der war mir zu quietschig, also zu süß. Und nee, das war nicht meins. Es hat einen tollen Job gemacht, aber ich würde mir die Sorte nicht nachkaufen. Da bleibe ich lieber bei diesem Sherry, was ich einfach besser finde. So, dann habe ich zwei Deos leer gemacht. Eins stand beim Wochenendhaus, das andere stand bei mir zu Hause. Das, was bei mir zu Hause stand, war von Nivea Antitranspirant Cotton Blossom Special Edition. Ich habe da einfach nur dran gerochen und ich, doofe Nuss, habe einfach nicht drauf geguckt, dass da steht Antitranspirant. Es hat super geschützt, klar. Ich mag aber lieber Deo-Sprays ohne Aluminiumsalze. Ja, jetzt hatte ich das aber nun und dann habe ich gedacht, ach komm, brauche es auf. Wenn es das nicht als Antitranspirant geben würde, sondern als Deo-Spray ohne Aluminiumsalz, ich würde es mir sofort nachkaufen. Riecht fantastisch. Sauber, frisch und es hat mich nicht im Stich gelassen. Ich wollte gerade sagen, es hat mich nicht unterstützt. Das wäre natürlich dann blöd. Nein, es hat sehr, sehr gut geschützt und ich mochte einfach den Duft. Ach, sauber, frisch, lecker. Ja, ganz toll. Und dieses hübsche Teil stand beim Wochenendhaus rum von Dove. Limited Edition Summer Breeze mit Apfel- und Magnolienduft. Ja, das hat Cindy auch aktuell gerade, glaube ich. Und das ist so ein frischer, blumiger, fruchtiger Duft, der einfach, ich würde den auch im Winter tragen. Also ist jetzt für mich kein typischer Sommerduft. Ja, ich probiere mich da momentan durch, weil sie ja mein Blaues von Nivea aus dem Sortiment genommen haben. Und jetzt probiere ich mich einfach durch. Wenn es im Angebot ist, ich würde es mir nochmal nachkaufen. Jo. So, der Göttergatte hat von Nivea Man Protect and Care 0% Aluminium sein Deo-Roller aufgebaut. Ihr kennt den. Da muss ich euch nichts mehr zu sagen. Den liebt er, den kaufe ich ihn auch regelmäßig nach. Und auch meinen von Nivea Protect and Care, der sozusagen für die weibliche Sparte ist auch leer gegangen. Auch den liebe ich, auch den kaufe ich mir immer So, und dann haben wir, glaube ich, nur noch Sachen von mir drin. Ja. Ich habe das ausgewaschen, deswegen sieht es so ein bisschen komisch aus. Und zwar habe ich von meiner Cindy zum Geburtstag bekommen von Tracalmoon eine Wild Cherry Magic Body Butter oder Körpermilch vielmehr. Hier war der Pumpspender kaputt. Deshalb musste ich das Ding immer aufdrehen, was ein bisschen mühsam war. Und dieses Plastik lässt sich nicht so richtig drücken und dann ist das so blöd. Ich habe das dann doch zu dem alles rausgequetscht. Hier waren 350 Milliliter drin. Der Sherry-Geruch oder Kirschgeruch war am Anfang super, ging mir dann aber nach einer Zeit auf den Keks, ungefähr als es nachher hier war. Und dann habe ich mich halt die letzten paar Male noch durchgequält mit Eincreme, dass das jetzt die Haut super gepflegt hat. Das war es nicht. Aber es war fruchtig und für den Sommer okay. Es wäre aber nichts, was ich mir in groß nachkaufen würde. So eine kleine Packung, kein Problem. Aber die großen von Tracalmann mit 350 Millilitern ist immer schon eine Wucht. Also ich finde es viel. Aber leer. So, dann habe ich von Vichy. Oh Gott, hier ist die Maske ausgelaufen. Es tut mir echt leid. Idealia Live Serum. Das sollte halt so ein bisschen die Haut verfeinern. Das habe ich von einer ganz lieben Freundin letztes Jahr geschenkt bekommen, als wir sie besuchen waren. Sie hat es irgendwie nicht vertragen, hat dann gefragt, ob ich das probieren möchte. Das sieht so aus. Hier unten ist halt die Maske ausgelaufen. Das ist so eine Glasflasche. Hier oben platzt es aber schon ab. Das Oberteil, also den Deckel, habe ich schon verloren. Wie mir das immer so ist. Also. Ich weiß nicht, verliere die immer ständig. Ja, ob es jetzt mein Hautbild verfeinert hat, kann ich nicht sagen. Ich habe es als Tagescreme einfach verwendet. Und das Make-up, ja. Aber dass es jetzt irgendwie wie so ein richtiger Primer war,
wie der von Essence, den ich habe, wo man auch was sieht. Nein, also bei dem war das leider nicht so. Ich zähle das jetzt einfach mal als dekoratives Kosmetikteil, weil es halt ein Primer ist. Ja, ich würde ihn mir aber auch nicht nachkaufen. So, dann habe ich von Essence ein Strong and Clean Nail Polish Remover Extra Power. Ich muss euch nichts mehr dazu sagen. Ihr wisst, ich liebe ihn. Ich muss unbedingt wieder zu kaufen. Mir werde ich nachkaufen, weil ich habe, glaube ich, nur noch anderthalb. Ah, ich glaube anderthalb. Ich muss ihn mir wieder nachkaufen. Aber das ist für mich der beste Nagellackentferner ever. Ever, ever, ever. So, dann machen wir noch ein bisschen dekorativ. Ich habe noch einen Nagellack leer gemacht. Der ist von Flomar aus dieser Neon-Reihe. Ich denke, man kann das hier vielleicht gut erkennen. Den habe ich leer gemacht. War ein ganz, ganz tolles Lila. Habe ich sehr, sehr gerne getragen. Der hatte die Farbe N009. Ja, und ich mache jetzt alle Nagellacke leer, wo nicht mehr viel drin ist. Und bei dem war das so. Der hat auch noch ein Geschwisterchen, der ist rot. Den werde ich dann nachher Richtung Weihnachtszeit aufbrauchen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe noch so einen ähnlichen von OPI, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, dass die Farbe jetzt nicht mehr da ist. So, dann habe ich von LR einen Lippenstift leer gemacht. Den habe ich irgendwann mal von Judith bekommen. Und der war beim Wochenendhaus gestanden, weil er einfach nicht mehr so viel drin hatte. Das ist die Farbe 2. Ich weiß gar nicht, ob es den da noch gibt. Bin da nicht so, dass ich bei LR gucken gehe. Und ja, so, ne? Also wie ihr seht, der ist aufgebraucht. Ist halt so ein Rot irgendwas gewesen. Konnte man auch super als Blush verwenden und halt als Lippenstift. Und ja, den hatte ich halt stehen beim Wochenendhaus, falls wir mal Besuch bekommen haben. Oder ja, mir einfach danach war und da stand er jetzt halt auch fast 2 Jahre rum und immer mal wieder. Und jetzt ist er halt Mitte Juli leer gegangen, als wir das letzte Mal da waren. Da hatten wir irgendwie 3, 4 Mal Besuch hintereinander. Habe ich den schon getragen. War okay, aber war keine Farbe, die mich vom Hocker gehauen hat. Gab's schönere. Ja. So, dann habe ich von Essence eine Lash Princess Mascara geleert. Grüne. Auch hier, man kann es nicht mehr erkennen, was es ist. Ich liebe diese Mascara und ich habe nur noch davon eine und von der Orangen eine und dann noch irgendeine von L'Oreal. Ich muss unbedingt bloß mir Mascara kaufen. Und stehe ich irgendwann ohne da. Und zum Schluss haben wir noch von Manhattan ein Extreme Last Eyeliner in einem wunderschönen Blau. Das ist die Farbe 87, nee, 78N. Und Coll wird er heißen, oder ja, Coll. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Steht dort am Deckel. Ja, und das war halt so ein blauer, der war so zum Rausdrehen, da passiert also nichts mehr. Und das war so ein Eisblau. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe aber noch genug von so Eyeliner-Kram, beziehungsweise so Kajalstifte heißen sie. Wenn ihr Lust habt auf ein Sammlungsvideo davon, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, dann drehe ich euch das gerne ab. Ihr habt davon, wie gesagt, noch genug und deswegen kein Nachkaufprodukt aktuell, bis da mal irgendwas von ein bisschen mehr leer gegangen ist. So, ihr Lieben, Tüte ist leer. Wir zählen mal ganz schnell. Wir fangen mal mit den Männern an. 2, 3, 4, 5. 6, 7, wie immer. So, und Frau Fuchs hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So, dann notieren wir uns das Ganze. Die kommt in meine Box quasi. Also es ist eher so eine Kosmetiktasche. Da sammle ich mal so ein ganzes Jahr, was ich so aufgebraucht habe, und zeige euch das dann nochmal Ende des Jahres sozusagen komplett. Ich weiß nur noch nicht, ob ich dazu einen Instagram-Post mache oder ob ich das tatsächlich nochmal in einem Video packe. Mich interessiert einfach nur mal, was ich so im Jahr an Kosmetikzeug aufbrauche. Genau. Ihr Lieben, ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.